Moin moin, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Manni und Günis Knobel Imperium zusammen mit dem Manni. Guten Tag, noch einmal von vorn. Moin jetzt moin. Jetzt ordentlich, Junge. Ja, moin moin. Moin moin, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier bei Manni und Günis Knobel Imperium zusammen mit dem Manni. Du hast dich verschluckt. Ja, ein bisschen. Alter Cola. Das ist jetzt richtig, Junge! Beim Forst Imperium! Ja, der geht doch! Mach doch nicht immer hier so eine Wissenschaft raus, Günther! Mach den Ehrchen! So, Günther, es gibt eine kleine Überraschung. Höre doch mal auf, Günther. Sag mal, hast du nur ADSAP? Oder wie das heißt? So, was ist denn? Sag mal, du fummelst Bild an, Bild drauf, Bild hier, Bild ab, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Junge! Muss man dich auch schon anbieten oder was, dass du mal klarkommst? Ja, mir ist langweilig. Hör auf, Cola zu trinken. Meine Fresse nochmal. Mach ein Ehrchen! Lass das Licht aus und mach die Tür jetzt auf. Ich hab Platzangst, du weißt ganz genau, Erich. Günther. So. Ich hab eine Überraschung für dich, Günther. Oh, was denn? Ja, es geht scheiße jetzt, hä? Ja, was denn? Günther. Ja, was? Der wird sich aus deinen Latschen hauen. Sind übrigens keine Arbeitsschuhe, gell, was du da anhast. Das wollte ich sowieso immer noch ansprechen. Manni, die sind. Ja, Klitsch, Manni. Die sind so schwer und tun nach der Zeit weh. Genau, wenn du jetzt so ein Stück Birke gegen den Kopf kriegen willst, was übrigens so schlecht raus, Alter, dann machst du jetzt Nährchen und lässt deine Pfoten von dem Bett. Bitte. Ja? Kriegst du das jetzt mal hin? So. Es kommen zwei Praktikanten heute. Auf dem Hof. Kanten? Ja. Genau, so schnell hat man zwischen die Tür tun. Manni? Ja? Auch was Weibliches dabei? Günther, extra für dich? Natürlich nicht. So. Verstehst du? Boah, Manni. Zwei Praktikanten kommen. Und zwar, ne? Die werden uns hier ein bisschen auf dem Hof unterstützen. Da werden wir uns mal angucken. Die haben sich im Spät beworben aus Forstimperium. Und dann, Günther, da gucken wir uns mal an, wie die sind. Und dann, Günther, müssen wir entscheiden. Nehmen wir eine Woche mit hier im Forstimperium. Da wird eine Woche von uns in die Geheimnisse und in der Wissenschaft der Forstwirtschaft eingewiesen und kann ja ganz viel lernen in der einen Woche und mitnehmen und kann sich dann so ein bisschen orientieren halt, ob das berufstechnisch was vorne ist oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja. Praktikum halt. Haben wir Sklaven. Ne, wir haben keine Sklaven, Günther. Und die werden auch nicht versklavt. Die sollen ja was lernen hier. Und erstmal heute sollen sie sich erstmal beweisen und eine besseren, den nehmen wir nämlich dann mit. Ja toll, Manni. Günther. Aber ich war schon nicht in der Sinn, Alter. Ich würde sie auf die Uhr, da könnte schon wieder das erste Mal festgehen. Es ist 10 Minuten nach Arbeitsbeginn und ist immer noch keiner hier. Hast ja super Praktikanten ausgesucht. Die passen. Das ist ganz toll, ey. Ich glaube, du hast. Da kannst du wieder platzen, Alter. Manni, da siehst du mal, was du von mir hast. Immer pünktlich, nie krank, immer da. Immer eine kleine Alkoholfahne. Nur Scheiße bauen. Nie das machen, was ich sage. Manni. Sämtliche Mafia auf diesem Planeten schon da gehabt. Ja. Günther, ich weiß, was ich an dir habe. Keine Angst. So. Alter, ich sag dir, über Platz fällt der Hutensack weg. Du weißt doch gar nicht, was noch auf dich zukommt. Ja. Was hier? Guck mal, der eine kommt gelaufen, der andere kommt gefahren. Was sind das für zwei Deppen? Das geht ja gut los. Das ist er, glaube ich, ja, der eine. Und der andere auch. Guten Tag! Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hallo. So, wer ist der Uwe? Das bin ich. Und Klausi? Hallo. So, ihr zwei seid heute unsere Praktik. Mach mal dein Ding aus! Oder was? Mach mal die Bude aus! Hat Papa dir da draußen Sprit bezahlt? Wir sind hier im Wald! Mensch. Das ist schon mal das Erste, was er lernen muss. So. Da oben, auch wenn man Bäume fällt, also töten kann man ja nicht sagen, die leben ja noch weiter, gell? Das ist ganz wichtig, könnt ihr euch schon mal auf euren Zettel schreiben. Bäume sterben ja nicht, wenn sie gefällt werden, die leben da noch ein bisschen. Wie eine Spinne, wenn der ein Bein ausreißt, krabbelt die auch weiter. So. Oder eine Echse, die du abziehst. Wie alt seid ihr? Klausi, wie alt? 22. Uwe? 24. Gut, mitkommen. 23, 24, ey. Blöd, Jung, Günther. Ihr dürft Alkohol trinken. Kommt mal mit. Günther. Was denn? Günther. Der Uwe, läufst du deine Schmidt? Der erste Minuspunkt. Das war der erste Test. Verzeihung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wollt ihr hier schon am ersten Tag aufbrennen oder was? Nein, Alter, Vater, ey. So, na, pass auf. Günther? Ja.
Hörer dürfte ja immer zu verleiden, gell? Ja, warte. Klausi? Ja. Nein, nein. Klausi? Nicht mal Arbeitszeit, nein. Nein, du kriegst kein Bier. Hol mal das Kehrblech und dann machst du mal die Hackschnitze hier vorne weg. Bleib normal. Wenn du das damit, gleich, genau. Wenn du damit fertig bist, ne, kannst du auch gleich nochmal da hinten im Schuppen ist ein Eimer und so ein Kratzding oder kannst du da Unkraut vom Hof pflücken. Da fängst du da hinten an, ne? Ja, Günther. Ja. Du hast ja gar keinen schlechten Ausbilder, gell? Aber wir wollen die Leute ja auch was beibringen. Okay. Pass auf, Regel Nummer 1 ist schon mal, die Fahrzeuge werden immer ausgemacht, gell? Wir blasen nicht sinnlos irgendwelche Abgase in der Luft. Ja? So. Jawohl. Ja? Das gefällt mir, jawohl. Also so verstanden. Ob wenn du zu Fuß gekommen bist oder hast du nur ein Fahrrad? Radesel ist immer gesünder. Ja, das ist, da gebe ich auch recht. So. Klausi. Was machst du? Hör auf! Ist schon wieder zu belatschen, ja. Das macht doch gar nichts. Und mit dem Günther, ich bin der Chef, gell? Der Günther ist da. Klausi, hier für dich. Ja, Günther ist halt da. Hier, nimm, für dich. Ich kann jetzt nicht weg. Komm mal, warum flitzt denn hier so schnell alle rum, Junge? Habt ihr hier auf der. Habt ihr hier irgendwie. Hier, nimm jetzt. Nimm oder was? Das ist ein kurzer, nimm. Günther, ich zieh da gleich einen kurzen mal rein. Hä? Also, ihr seht meinen kurzen Arm. Mann, der landet gleich mal auf deiner Nase. Puppe, dann, ne? Gehst du wie so ein Hund hier auf den Kurzgang. Jetzt stell dir doch mal vor, wenn die besoffen sind. Das wird doch lustig. Ja, was wird denn da lustig? Wir gehen jetzt um Praktikanten, die sollen uns eine Hilfe sein. Mal eben, warte mal, wir müssen auch noch mal irgendwas bequatschen. Komm mal ein Stück hier hin eben. Günther, ich will anfangen, komm, wenn, ey. Wenn, wir können ja sagen, dass wir immer bis. Schon wir können ja sagen, dass wir bis 3 Uhr morgens arbeiten. Und dann möchte ich die gerne abends in meinen Knobelschuppen mitnehmen. Da können die auch sauber machen, Gläser putzen und einschenken und sowas. Umsonst, Manni. Da fällt da nicht mehr ein, gell? Da fällt da einfach nicht mehr ein. Genau. Das sind ja Praktikanten fürs Holzimperium. Die interessieren sich für die Forstwirtschaft. Verstehst du das noch nicht, oder was? So. Und was steht denn hier so bedämmert hier rum? So, pass auf. Ich hab gesagt, hol dir Kerblech, mach die Scheiße da weg, Mann. So, warte mal, haben wir noch irgendwas hier unten? Wir haben ja gar nicht mal da, Günther. Pass auf, wer von euch hat einen Traktorführerschein? Ne, du, warte mal, du fährst doch noch Fahrrad. Ne, warte mal, wer hier? Du fährst noch Fahrrad. So, kannst du Traktor fahren? Ja. Schon mal gemacht? Jawohl. Ja, dann komm mal mit. So. Jetzt ist der weg, da geht der nichts. Na ja, mal durch, Dings an. So, Klausi, komm du mal mit mir mit. Ja, wo bist du denn? Ja, Uwe. Komm her. So ein Ding schon mal gefahren, ja? Komm hier rein. Setz dich da mal hin. Du willst doch nicht? Da hockst du mal hin. Ich sag dir, wie es geht. Nein, aufstehen. Ja, nein, aufstehen. Ja, so, pass auf. Siehst du den Joystick? Hast du da schon dran sich gerade. Jetzt geht das da hinten hin zum Spiel. Ja, machst du jetzt Klick vor, Klick zurück. Ja, ist ganz einfach. Ja, und jetzt E drücken. Lenkrad drehen. So. Ist lenken, gell, kennst du auch. Und mit dem Joystick kannst du oben hast einen Drücker drauf. Ui. Oben hast du, genau, hast du schon rausgefunden. Oben hast du einen Drücker drauf, da kannst du mit dem Joystick hier vorne das Ding steuern. So, deine Aufgabe, du fährst mit dem Ding jetzt runter zum Hof. Gell? So. Und ein bisschen flott. Gell? Wir haben nämlich keine Zeit. Bei uns wird nämlich noch Leistung bezahlt. Und mache langsam ein Kratzer, Junge, faucht hier, aber richtig. Alles klar. So. Gell, wir sind nicht versichert hier mit Praktikanten. So, Klausi. Okay, gell, so gerade rum. Dein erster Test, wenn du hier mitarbeiten willst, die. Schön sagte, gell? Die Pulle, wo Spezialtropfen draufsteht, auf Ex. Ganz schön knapp. Naja, gut. Scheinst ja zu wissen, was du machst. Klausi? Ja. Bin einer runter, gell? Du musst halt jetzt auf Ex trinken hier. Los! Nee, ich trinke keinen Alkohol. Das ist kein Alkohol. Das ACE-Saft. Los, trink jetzt. Mach's brett auf! Manni, hier, geh mal bitte. Mach's brett auf! Was hab ich schon gesagt, Junge? Du sollst dir den Alkohol geben, ja. Hör auf, die zu verleiten und mach die Titten da weg. Häng den Arsch hin, Mann. Das ist die Scheiße nur. Und was hockst du auf meinem Platz, Junge? Hast du Höhe oder was? Mach das runter! Ich glaube bei dir, Hackels! Ui, ui, ui. Klausi, also ehrlich mal jetzt. Da steht ja hier auf meinem Platz rum. Alter Schwede, hast du gefurzt? Ich riech das. Ja, Hockstein, genau. So, kennst du die Cola nehmen hier? Nee, nimm die Cola nicht. Wenn die nüchtern bleiben soll, soll die nicht trinken. Dann keine Cola für dich. So. Gut, wir warten jetzt hier ganz kurz auf deinen Kollegen. Dann schnappst du da draußen das Oh, sag mal, musst du mich so erschrecken, Anke? Alter! Was schreist denn du so rum? Ange, mach dich in die Küche. Du weißt ganz genau, wenn ich da hinkomme, hab ich Hunger. Hör auf! Ange, hör auf! So, Klaus. Ange, hör auf! Du sollst. Wir haben Praktikanten. Musst du mich flammieren? Wir haben Praktikanten da. Und zieh doch mal ein bisschen Alter an, wo hängt das Zeug rum? Mensch! Der Apple-Körper liegt noch im Schrank. Also, komm! Deine Arbeit, du
Ja, mach dich ab, komm. So. Mach das Licht an, Ange, ich sehe nicht. So. Hast du gelacht, Praktikant? Ich habe. Ja, so. Günther, mach die Tür auf. Kommt die Unable-Girl wieder rein, ich denke, ich sehe nicht richtig. So. Ich hoffe, du hast nicht hingeguckt. Ja, sicher. Ey, Alter! Oh, Junge, bist du nicht dicht, oder was? Alter! Günther, was ist mit dem denn nicht richtig? Oh! Junge, du wärst doch nicht hier den Bauch rauchen. Das Ding ist eigentlich. Bist du bescheuert? Ich bin gefahren, der Praktikant. Ey, du bist Ruhe. Manni! Jetzt habe ich hier einen Windzug die ganze Zeit, wenn ich hier sitze. Bist du bescheuert? Ich habe irgendwie die Bremse mit dem Gas verwechselt, sorry. Ja, sorry. Oh, schön, da, sorry, ja, Junge. Wie schön geschmeidig der bleibt. Ist der denn bescheuert? Nee, da zieht mir die Falten aus dem Sack. Das sagst du dir. Wo ist der? Pass auf. Oh, Günther, ich kann gar nicht hingucken. Das sieht nicht so nah. Pass auf, das ist. Du, Uwe, du bist das Ding gefahren. Und Klausi, wo ist er denn? Der sitzt da noch und der nippelt an den Spezialtropfen. Ja, komm mal raus, ja. So, sag mal, hast du keine Stimme oder was? Alles Gute. Alles gut, ja. So, gehst du mal in der Halle, holst du mal die Schaufel und den Besen und du bist mit dem Radlader, aber Alter, vorsichtig. Ein Grad am Bauwagen, gell, da wärst du flipsch aus. Hier, mach doch mal hier die Hackschnitzel weg jetzt. Ordentlich aufräumen, die Hackschnitzel. Kriegt er das hin, oder was? Oh, immer noch. Ja. Und du? Warte, ich geh ein bisschen weg und du kehrst hier ein bisschen zusammen und machst ein bisschen vorne rein in die Schaufel, dass das auch alles weg ist. So. Und pass auf den Klausi auf, nicht dass du über den Haufen fährst. Ja? Ja, guck, Günther, alles weg, gell? Kann man nicht sagen. So, und dann fährst du es da drüben in der Palettenproduktion. Hupe nicht hier rum. In der Palettenproduktion und tust es dort ins Lager rein, in den Brennstofflager, dass die gleich was haben zu verbrennen. Verstehst du, was ich meine? Weil, Klausi? Ja. Holen wir da Panzertape, wir müssen das hier zukleben. Weil es kaputt gegangen, genau. Der ist ja voll dagegen gefahren, guck dir die Macke doch mal an da. Ja, und ich habe überlegt, ob ich eine Praktikantenhaftpflicht mache und habe gedacht, oh nee, die 45 Euro, die sind zu teuer. Und nun haben wir noch ein paar Wagen. Dass die Scheibe noch drin hängt, ist doch alles. Klebe die rundherum ein bisschen an, Günther, dann hält das schon. Das Ding ist eh alt. Wieso ist die Tür zu? Wie, warum ist die Tür zu? Na, weil man die Tür zu macht, wenn man rausgeht. Ne, hab ich aber gedacht. Aber wie kommen wir jetzt da rein? Der Idiot hat abgeschlossen, Schlüssel drin liegen lassen. Wer? Ja, der Klausi. Sag mal, bist du nicht mal dicht, ne? Du kannst nicht das Brett hier ranhauen und hast keinen Schlüssel, Alter. Ich steck da wohl noch rein, oder was? Warte mal, ich kletze mal durchs Schlüsselloch. Na klar, der Schlüssel steckt in. Mach sachte mit dem Ding, Alter. Junge, steige mal lieber aus. Das ist mir nämlich nix hier. So. Hammer's, oder wie? Und du rennst nicht der Schaufel rum, was ist das für ein Arbeitsschutz? Meine Fresse, ey. Kann doch schwer sein. Job erledigt. Job erledigt. Das denkst du. Was machen wir, wenn wir die Maschine benutzt haben? Sauber machen. Na, aber hallo! Warum stehen wir da. Oh, das war mir kein Säger aus der Hose gefallen. Warum stehen wir da noch hier? So. Klausi, du kehrst aus den schön ab hier, aber ordentlich, gell? Und pass mit dem Bau. Ich krieg hier Blutdruck, Alter. Junge. Und mit der Mauer, die ist auch neu. Komm her, Günther. Komm her, ja, Räuberleiter. Durchs Fenster, nein, los. Oh. Ja. Ja, hat geklappt, super. Ach, nee. Hey, Günther. Ja. Du bist ja nicht so richtig. Was sagst du? Die sind ja schlimmer als... Lass dich mal putzen da draußen, ja, aber das ist ja... Die sind ja... Brett ein, genau, sonst hören die uns. Die sind ja schlimmer als ich. Ja, ich weiß auch nicht. Naja. Genau. Oh, guck mal. Da ist er wieder. Guck mal, der guckt uns das Fenster an. Der beobachtet uns. Siehst du das? Wieso parkt er das Ding vor der Tür? Keine Ahnung. Ich glaube, der hat irgendwie ist dann nicht richtig. Ja, bloß der eine, der hat nur ein Fahrrad. Der bringt uns ja auch nicht. Günther? Money? Was macht denn der? Ich weiß nicht. Ich hab Angst. Geh klein los, Alter. Ich feuer den eine. Da wummer ich hier. Günther, der eine hat ja nur ein Fahrrad. Ich weiß. Aber irgendwie kommt er normaler rüber als der andere. Ja, das ist auch so ein Trottel, den du alles sagen musst, der aus eigener Initiative nichts macht. Das kannst du auch vergessen.
ich finde, wir sollten das Video in die Holzfäller-Forum reinstellen und lassen dann die Leute entscheiden. Was meinst du davon? Das ist ja eine gute Idee, Günther. Ins Holzfäller-Forum rein und sagen, hier, guckt euch mal die zwei Patronen an, vielleicht kennt ihr ja sogar einer. Und die sollen sagen, welcher. Ob ja. Uwe oder Klausi. Ja. Das wäre eine Idee, oder? Das wäre... Ja, warte mal, machen wir auf das Brett. So, habt ihr euch nochmal ein hier, oder was? Auch immer doch, können wir gerne machen. So. Jetzt erzähl. Ja, genau, Durchstein. Und du, wo bist du hin? Oder jetzt hin? Auf dem Boden. Ach so. Und da? Ach so, ne. Was willst du sagen? Erzähl mal hier ein bisschen was noch über euch hier, Klausi. Was hast du gemacht bis jetzt? Ja, ich war so in die ein oder anderen Forstereien und hab da ein bisschen geholfen. Also hast du schon mal so ein bisschen mit Wald zu tun gehabt und schon mal was gesehen? Ja. Ist ja nicht schlecht, gell? Oh. Und ansonsten so? Hast du Kinder? Nee, noch nicht. Wie, noch nicht? Nur Jungfrau oder was? Kann ich nicht gebrauchen hier. Nee, aber... Ja. Schon mal also was von Knobeln gehört? Nee. Na gut. Uwe? Ja? Du bis jetzt, was hast du gemacht? Ich hab nichts weiter gemacht. Ich war bei meinem Onkel auf dem Bauernhof. Bauernhof, hast du am Schnippi rumgezogen oder was? Hast du gefreut, wenn der Traktor vorwärts gefahren ist? Hast du keine Schule besucht oder was ist da los? Ich hab Hauptschule. Ja. Na, kennst du. Und aber ich bin doch nett. Er hat ja schon eine bessere Bildung wie du. Ich hab mal einen Kettensägen-Führerschein gemacht in der Schule. Führerschein? Du bist mit der Kettensäge rumgefahren oder was? Ja. Hä, ja, schön draufgesetzt und vorne mit der Kette losgezwungen. So ist es. Ja, ein Führerschein für die Kettensäge, das hab ich auch noch nicht gehört. Dass man jetzt bist du der Führer unter den Kettensägen. Richtig. Kennst du Knobeln? Kannst du Knobeln? Nein. Perfekt. So. Manni? Ich will Günther, lass es. Ich will keinen von den beiden. So. Schon mal ein Stück Schlager aus die Tafel probiert? Oh ja, die schmecken immer ganz gut. Komm her, lass mal drücken. So. Was willst du sagen? Geh nochmal mit dir auf, die kommen schon rein. Da ist ja noch rausgefallen. Sag mal, seid ihr. Trinkt ihr zwei auch mal Alkohol? Oh, er sitzt wieder auf seinem Platz. Gar nicht. Ja. Gar nicht? Gar nicht. Du stehst gar nicht. Krank. Klausi, du? Nee, gar nicht. Wie gar nicht? Überhaupt nicht. Ja. Naja, pass auf, lange Rede, ohne Sinn. Heute können wir uns noch nicht festlegen, wer es wird. Da müssen wir mal die Leute entscheiden lassen. Unten in den Kommentarbereich vom Forstwirtschaftsforum. Hey, ja. Klausi. Okay, kein Problem. Klausi. Ja? Ja? Achso. Klausi! Was? Er hört auch, warte. Wie findest du denn die Blonde da hinter dir auf dem Bild? Günther, gehört nicht zur Arbeitszeit. Aha, hast du gehört? Günther, mach einen Ehrenschein, Günther. Ey, Uwe. Ja? Wie findest du denn die Blonde da auf dem Bild? Ich dachte erst, das bist du, aber jetzt, wo du das sagst. Genau, da gibt's meine 5. Komm her. Jo, High Five. So geht da nicht. Günther, ja, wer ist das? Auf Bild? Unser Heißgeliebter? Erich. Weiter? Erich was? Klausi macht zu Ende. Klausi, wer ist das? Erich? Monika. Ah, Glück gehabt. Ja, na gut. Ich dachte, das war eine Frage an uns beide, deswegen. Monika. So, ja. Ja. Auf den Mund gefallen ist er schon mal nicht. Und Honecker hat nichts mit den Schwarzen zu tun, gell? Das muss ich auch gleich mal festhalten. Aber mal ganz ehrlich. War damals Regierender in der DDR. Ja, jetzt komm, Klugscheißer können wir ja nicht gebrauchen. Hat bei mir abgelesen. Ja. Er hat auch gar keinen Fahrrad, der ist liegen geblieben. Ich hab ihn mitgenommen. Der geräumt, deswegen durfte er nicht einsteigen. Ja, na gut. Günther, lange Rede ohne Sinn. Ich denke, wir lassen mal entscheiden, wer hier eine Woche Praktikum macht. Naja, die kennen beide kein Knobelding, ob sich das überhaupt noch lohnt. Die trinken beide nicht und die kennen und finden die Blonde da nicht hübsch. Ich weiß nicht, ob wir da selbst die Leute entscheiden sollen. Ich bin dafür, dass wir gar keinen nehmen und zwei neue einladen. Die Leute entscheiden. Okay, wenn du meinst. Aber ich habe... Ja, wie soll mit deiner Knobelschuppen scheiße hier? Das aber, geht mir auf den Sack, das hast du ja eingebracht bis jetzt. Aber ich glaube, dass die beiden keine große Chance kriegen werden, weil ich glaube, die wollen da lieber noch einen zweiten Güni auf den Hof. Aber gut, wenn es so ist, ja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir sie ja noch zum Alkohol trinken. Da muss man dann schauen, wie das so ist, ne? Aber in dem Sinne, meine lieben Freunde,
Der war in dem Sinne. Warte. So, ja. Das Like nicht vergessen. Entscheidet in die Kommentare, wer soll es sein? Der Klausi oder der kleinen epileptischen Anfall, Alter. Oder der Uwe und dem Dienst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, reingehauen, abgegrüßt.